Hallo und willkommen zurück zu Thief. Ich habe mich natürlich so nochmal schlau gemacht. Also dieser Messer Jimmy, das war doch tatsächlich der, der gegenüber vom Goldschmied steht. Also bei diesem Denkmal. Der hat einen Schlüssel und ich meine, wir hätten ihm auch den Schlüssel gestohlen. Das heißt, ich weiß nicht, was es noch groß bringt, den umzubringen. Können das gern gerade nochmal schnell machen, aber ich glaube, viel hat man davon nicht. Und dann mache ich mich aber dann auch sofort auf den Weg zum Museum. Also. Und zwar der da oben. Das ist Messer Trimmy. Und dessen Schlüssel haben wir ja schon. Wobei ich nicht weiß, wozu ich den Schlüssel benutzen kann. Und naja, wir werden ihn jetzt einfach mal umbringen. Sonst hat er nichts bei sich, nur müssen wir uns jetzt ganz schön schnell aus dem Staub machen, bevor die Stadtwache hier hochkommt. Na, ich glaube, die interessiert sich nicht so wahnsinnig dafür. Hey, ich habe dir gerade einen Gefallen getan, indem ich diesen Kerl erledigt habe. Wärst du denn mit Dankbarkeit, statt zur Stadtwache zu rennen? Ich weiß, wahrscheinlich werden wir da in die Goldschmiede dann auch reingekommen. In die Goldschmiede. Ja, also in das Geschäft vom Goldschmied. Auch mit dem Schlüssel vielleicht reingekommen? Ich weiß nicht. Na egal. Did I just hear? Die Aufgabe ist aber damit aber auch nicht gelöst, oder? So, es war ja nur so ein Hinweis. Die sind ja dann nicht erledigt. Okay, gut. Sometimes noises just happen. Nothing to worry about. Dann geht's jetzt zum Museum. Odd movement. Quick, help. Jetzt sind wir hier wieder alleine mit der Schabe, mit dem Käfer und benutzen den Klüfendurchgang. Gamal is after the artifacts in the Wieldstrom Museum, and so am I. She has a head start, an army of statues and glyph powers that make her almost unstoppable. I have, well, all I know is I have to get those artifacts first. I've already got two of the five. The last three are museum exhibits and include a couple of old friends. The Kershak crown seems to have made its way here. And there's the eye, a gemstone I've got some history with. Meanwhile, Artemis is trying to drag the truth out of Orland. These artifacts won't do me any good if I don't know what to do with them. Call it ego, but I've always wanted to tackle the museum. The place is loaded with valuables and all the correct security needed to protect them. The last time someone tried to break in, the crime reports read, "Museum proves thief-proof. Would-be thieves dead." Nobody's tried since then. Gamal may be inside by now. All right, Hag. Let's find out who the real thief is. Also, damit starten wir, glaube ich, die letzte oder vorletzte Mission. Gamal ist hinter dem Artefakt im Wildstorm Museum her. Ich glaube, ich habe es immer Wildstorm ausgesprochen. Er hat es irgendwie gerade anders. Ich meine, er hat sowas wie Wildstorm gesagt. Aber egal. Also, Gamal ist hinter dem Artefakt im Wildstorm Museum her. Genau wie ich. Leider hat sie einen kleinen Vorteil an eine Armee von Statuen und diese verdammte Klüfenmagie. Und ich? Tja. Ich weiß nur, dass ich ihr zuvorkommen muss. Zwei der fünf
Artefakte habe ich schon. Die letzten drei sind im Museum ausgestellt. Ein paar alte Freunde sind auch dabei. Da wären zum Beispiel die Kurschok-Krone und natürlich das Auge. Ein Edelstein, mit dem ich schon einiges erlebt habe. Also an die Kurschok-Krone kann ich mich noch erinnern. Das Auge, das hatte ich jetzt nicht wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, dass wir das auch schon mal gestohlen hatten. Während ich mich um die Artefakte kümmere, fühlt Artemus dem guten Orland auf den Zahn. Die Artefakte nützen mir nämlich rein gar nichts, solange ich nicht weiß, was ich damit anstellen soll. Um ehrlich zu sein, das Museum hat mich schon immer gereizt. Immerhin ist es bis unter die Decke mit Schätzen und ausgeklügelten Sicherheitssystemen vollgestopft. Über die letzten Diebe, die in das Museum einbrechen wollten, stand in der Zeitung: Museum erweist sich als einbruchssicher, möchte gern Diebe tot. Der Satz ist übrigens, also dieser Zeitungstitel war im Englischen ein bisschen witziger. Seitdem hat es niemand mehr versucht, abgesehen von Gamal und mir. Okay, Hexe, finden wir raus, wer der bessere Dieb ist. Sieht ganz hübsch hier aus. Neue Aufgabe. Stehen Sie mindestens 40% der Beute, wie immer, und ein spezielles Beutestück. Finden Sie das Auge und stehlen Sie es, finden Sie das Herz und stehlen Sie es, und finden Sie die Kurschok-Krone und stehlen Sie sie. Verlassen Sie das Gebäude durch den Tunnel im Eingangshof. Also gut. How's it going, Sinclair? Not bad, I guess. Only... What? Let me guess. You've got a bad feeling about tonight, right? I've got the heebie-jeebies something awful. I feel like there's someone watching me, even now. Boo! Ah! Hey! Now, what'd you do that for? Back to work, you taffer. Ich finde die Fackel, Licht, Mist. That's right. Run, you coward. Na, das fängt ja gar nicht gut an. Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde die Wachen da vorne sind eigentlich ganz nett gekleidet. Aber es werden trotzdem irgendwie als totale Idioten dargestellt. Das ist eigentlich fast ein bisschen schade. Aber es soll natürlich witzig sein. So. Irgendwie müssen wir da jetzt vorbeikommen. How's it going, Sinclair? Not bad, I guess. Only... What? Let me guess. You got a bad feeling about tonight, right? Ich dachte, ich könnte da die Kerzen ausmachen. Brauchte ich aber gar nicht. So, ich würde sagen, als erstes muss ich mal den mit der Fackel hier, dann warte ich, wenn er zurückkommt, mir vorknüpfen. Weil ich denke, an den zwei kommen wir dann auch ganz gut vorbei. Aber der mit seiner Fackel? Nicht so gut. Was ist das? Also, Knüppel gezückt. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Moment abwarten. Es ist blöd, dass ich jetzt weiter weggehen musste. Oh, es tut mir leid, er blutet. No, this one's dead. Dead as a doornail. But how? Ich befürchte, dadurch, dass ich den umgeknüppelt habe, ist er irgendwie in die Fackel reingefallen oder sowas. Das hat ihn umgebracht. Entschuldigung.
komm, schnell rein, schnell rein. Okay. An Personal des Museums von Kuratorin Milton. Unser neues Sicherheitssystem ist betriebsbereit. Die beiden Kraftwerke der Anlage befinden sich im nordwestlichen Teil der Porterhalle, oberste Etage, beziehungsweise im südwestlichen Bereich der Tesero-Halle, erster Stock. Im Falle eines Stromausfalls werden alle elektrischen Sicherheitssysteme und Lampen der entsprechenden Hallen deaktiviert. Hm, was ein Zufall. Das ist doch sehr schön. Nach einiger Zeit wird der Strom automatisch wieder eingeschaltet. Alle Sicherheitstore werden dadurch in ihre Ausgangsstellung zurückversetzt. Weitere Informationen erhalten Sie beim diensthabenden Wachmann. Also gut. Entweder nordwestlicher Bereich, oberste Etage, oder südwestlicher Bereich, erster Stock. Da können wir ein bisschen rummanipulieren. Oh, hallo. Ah, ich finde, die sehen sehr nett aus hier, die Wachen. Schicke Rüstung. Dunkle Ecke, bitte. Well, nothing. That's a relief. So, ich habe ja eine Karte gekauft. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo wir rein. Also, ich würde sagen, wir sind vom Haupteingang gekommen. Tür zum Innenhof. Porterhalle. Ostflügel, Haupthalle. Ich bin schon wieder verwirrt. Na gut, die Karte bringt mir noch nichts. Das gibt jetzt so viel Beute hier. Beute, Beute, Beute. Ich verstecke mich hinter einer Vase. Nur nicht zu genau hingucken. Und nicht die Vase umschmeißen. Oh, da sind zwei Wachen. Oha, bist du ein hässliches Gemälde. Wer hängt sich denn sowas auf? Ist doch nicht viel wert, sonst könnten wir es stehlen. Quiet night. Hush up. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Someone there? Show yourself. Ich hab nicht gesehen, dass ich da im Licht vom Fenster stehe. Doofe Sache. Schnell mal das Buch lesen. Bedauerlicherweise wurden keine Schnittchen serviert. Die Kollektion an sich war sehr ansprechend. Lord und Lady Van Vernon. Das ist wahrscheinlich so ein Gästebuch. Interessant. Stehen einige der Objekte eventuell zum Verkauf? Lady Valerius. Eine schöne Ausstellung, sehr schön. Lord Beaufort. Mittwoch. Meines Erachtens würden sich die Ausstellungsräume vortrefflich für ein Bankett eignen. Ist es möglich, die Räumlichkeiten für private Abendveranstaltungen zu mieten? Lady Rumford.
Muriel, schauen Sie mal bei mir vorbei. Ich habe einige Kostbarkeiten, die hier im Museum besser aufgehoben wären. Ihre Sicherheitssysteme sind wirklich faszinierend. Sie scheinen in der Tat diebessicher zu sein. Grüße, Lord Gervasius oder so. Freitag, wir hatten uns mehr Gemälde erwartet. Vielleicht auch schönere Gemälde? Wir lieben Gemälde, Lord und Lady Randall. Kunstschmiedearbeiten? Wirklich? Ich hatte den Eindruck, die Sachen wären weit kostbarer. Comtesse von Krete oder so. War's das schon? Ja. Did I just do that again? I dare you. Nothing. What a night, huh? Ich finde das Gemälde von der Frau ganz nett. Darf ich das mitnehmen? What the bloody? Oh. There you are. Eat this, coward. Es kommt davon, wenn man gierig wird. Oh, da ist ein Abwehrsystem. Any last wishes? It's all over for you now, Taffer. Right, still making. Ja, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen. Sehr viel Aufruhr veranstaltet. Dann gehen wir doch mal ganz schnell in die Tesero-Halle. Ich musste ja auch unbedingt das Gemälde noch mitnehmen. Es könnte spaßig werden, wenn ich dann wieder runter muss. Aber jetzt schaue ich mir erstmal hier um. Oh, nein, 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 nein. Da habe ich doch schon wieder eine Wache gesehen. Uh-oh. Gut kommentiert. Hätte ich nicht besser machen können. Also in dieser Halle sollten wir ja irgendwie dieses Sicherheitssystem mal kurz ausschalten können. Beziehungsweise den Stromverbrauch, sodass das alles sich ausschaltet. Klar, du musst jetzt ausgerechnet hier reingehen. Wir haben jetzt 7% der Beute. Da müssen wir aber noch einiges mitgehen lassen. Kraftwerk, da will ich hin. Who's that then? Ew, jetzt hat mich die Tür eingequetscht. Ah, das Ganze geht doch auf Zeit. Doof, dass die Kerzen nicht damit ausgehen. Kann ich die eigentlich? I'll find you soon enough. Sehr schön. Shadows. There you are. Nein. Have at thee. Vorbeirennen, noch schnell den Leuchter mitnehmen. Tür zu. Nein. Feel that. I'll show you, Taffer. Ain't nowhere to go, you know. Ja, das ist jetzt voll geschummelt, ich weiß. Den Gebietswechsel als Zuflucht zu nehmen, ist natürlich echt schon
gecheatet. Aber wie man sieht, hat mir das hier nichts gebracht. Ich habe die hier ja auch schon alle aufgeschreckt. Das heißt, ich muss das so oder so wahrscheinlich jetzt nochmal machen. Und das Ding ist eh schon wieder an. Okay, dann würde ich sagen, das war jetzt mal eine Runde Spaß im Museum. Okay, also, Spaß im Museum beendet. Wir werden das nochmal neu starten und dann die Sache richtig angehen, dass ich nicht dauernd diese Wachen aufschrecke und auch nicht in Gebietsübergänge flüchte. Deswegen werde ich das Video jetzt auch schon beenden und dann beim nächsten Mal wieder mit der Mission neu starten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.